Sie äußert einen Wunsch und schon. Wir fahren nach Ludwigsburg und zwar ans Schloss, in den Schlossgarten vielmehr, weil da soll es richtig schön sein jetzt mit Kürbisausstellung und solche Sachen. Und das wollen wir uns einfach mal anschauen. Und damit ich dann nicht so einsam und verlassen bin unter den ganzen Blümchen, weil die Ursi hat ja dann keinen Blick mehr für mich, wäre schön, wenn ihr mitkommen tät. Und wir haben auch übrigens neue Mikrofone, ja, sodass der Ton jetzt wieder bei uns besser wird, so wie ihr es gewohnt seid. Das wollen wir mal hoffen. So, es ist alles gepackt, Gustl ist startbereit und los geht's. Also eins muss man ganz klar sagen, Ludwigsburg hat ein Parkproblem. Naja, auf jeden Fall für Womus. Also der Parkplatz, der für Womus eigentlich vorgesehen ist, der ist rappelvoll. Jetzt stehen wir hier in einer Seitenstraße, bezahle jetzt halt hier unsere Parkgebühren und laufe jetzt runter in das blühende Barock. Und heute Abend versuchen wir dann nochmal auf den Stellplatz zu kommen. Also wir stehen jetzt eigentlich in einem Wohnbereich und da sollte keine Parkuhr sein, aber da ist sogar Parkuhr. Also das ist wirklich in Ludwigsburg ganz schwierig, wenn man auf dem Großparkplatz, der für Wohnmobile auch vorgesehen ist, keinen Parkplatz bekommt. Wir versuchen unser Glück und gehen gleich ins blühende Barock. Ja, genau. Solange noch etwas die Sonne scheint. Genau. So, hier haben wir den Parkplatz, auch für Wohnmobile, der aber generell überbelegt ist. Es ist nur für ein paar Wohnmobile Platz und da bleiben die Leute meistens stehen. Also einen ganz regulären Platz habe ich noch nicht hier gefunden. Wir waren einmal gestanden für Marktbestücker, aber da müsste man dann morgen wegfahren. So. Die Wohnmobile bleiben da stehen, aber wir haben einen guten Platz erwischt. Für 5 Euro 24 Stunden. Da kann man jetzt nichts sagen. Ist halt im Wohngebiet, aber wir überlegen uns, ob wir da die Nacht nicht verbringen. Doch, die verbringen wir da. Ah, okay. Bezahlt ist bezahlt. Dann schauen wir, dass wir morgen früh hierher kommen. Genau. Ganz schön was los beim blühenden Barock. Dankeschön. Blümchen für die Ursi. Einfach schön fürs Auge. So, und da haben wir Schloss Monrepos. Da war der Bachhaus immer seinen Talk auf SWR 3 gemacht. Thank you.
Oktober ist jetzt der erste Platz. Den haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Vielleicht finden wir ihn noch. Da hinten liegt irgendwo der erste Platz. Oder schauen wir jetzt direkt extra hin, Ossi, oder? Die scheinen mir nicht so groß und so viel zu wiegen wie jetzt die zweite und dritte Platz. Vielleicht ist er schon aufgegessen. Ossi, wir haben den ersten Platz gefunden. Da vorne ist er. Okay, schauen wir mal an, oder? Ja. Es wäre ein Wunder, wenn die Ossi da nichts finden würde. Ich schau gerade mal. Aber es ist nicht so einfach mit dir, weil ich glaube, du isst das gar nicht, oder? Ja, ich mag es nicht, aber für dich ist was dabei. Zu viel, zu viel. Was hast du gefunden? Marmelade. Ja, ich schwanke jetzt zwischen Aprikosekürbis und Heidelbeerkürbis. Ich würde mal beide mitnehmen. Das Gläschen kostet 5 Euro. Dafür mal günstig übernachtet. Okay. Das geht so, braucht kein Papier. Gerne, danke. Tschüss. Billiger als ausgezeichnet. Hier steht 4,90 das Glas und ich habe es jetzt für 4,50 gekriegt. War doch klar, dass die Ursee nicht ohne Weg geht. Ein Schnäppchen und ich freue mich jetzt auf morgen zum Frühstück. Die machen hier den besten Umsatz, die Kürbis-Marmeladeverkäufer. Vermutlich, obwohl es werden viele Kürbisse gekauft. Ja. So, Ursula, Sie wollte unbedingt Bodle fahren. Ja, das ist doch so schön, mal wieder Kind sein. Und außerdem fahren wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen durch den Märchengarten. Schauen wir mal. Ja, dann tun wir ein bisschen Filmchen, filmen. Das war's schon wieder. Aber war doch jetzt ganz nett, oder? Ach, super. Ganz begeistert. Okay, für kleine Kinder ist es wahrscheinlich interessanter. Es war ganz nett, war schön. Kurz, sehr kurz. Sesam, öffne dich!
Basilikum. Richtig gut. So, das war unser Ausflug zum blühenden Barock. Nach Ludwigsburg. Schön war's. Ja, war richtig nett und ja, ich mag sehr gerne blühend. Klar, jetzt im Herbst sieht man natürlich nicht mehr so viele unterschiedliche Blühpflanzen, aber das mit der Kürbisausstellung wollte ich eigentlich auch schon sehr lange mal sehen. Genau, die ist nämlich ganz bekannt und da wird ja auch immer der größte Kürbis Europas geehrt. Europas? Ja, war doch schon. Ui. Aha, international und der Gewinner war ja vom Namen her Holländer. Ah, okay. Mehr weiß ich nicht. Ja. So, wir gehen jetzt zurück in unsere Seitenstraße und verbringen da eine ruhige Nacht. Ja, entspannter Abend und ruhige Nacht, sowas hoffen wir jetzt natürlich. Und morgen untersuchen wir Ludwigsburg noch weiter. Ja, genau. So, jetzt stehen wir hier vom Seeschloss Monrepos. Also das, was man vom Residenzschloss aussieht, das ist nicht das Schloss Monrepos, sondern das ist das Jagd- und Lustschloss Favorite. Ja. Die nennen das Favorite. Also hier fährt auch eine S-Bahn an den Park hin und da sagt der S-Bahn-Fahrer immer Favorite Park. Also normal würde man sagen Favorite, ja? Die Sommer sind hier in Deutschland und nicht in England. Also, Schloss Favorite. Ja, genau. Und das ist Schloss Monrepos, ein Seeschloss. Und da seht ihr schon den See vor uns. Das heißt, im Moment seht ihr nicht, aber ich habe mir mal kurz gezeigt. Und das seht ihr jetzt dann noch in den weiteren Bildern. Das, übrigens hat das Ganze auch mit dem Schloss Solitude in Stuttgart zu tun. Denn das war das ursprüngliche Herzogsschloss. Ja, genau. Und dann ist der Herzog ist dann hierher nach Ludwigsburg. Und Ludwigsburg war dann auch mal die Hauptstadt von Württemberg. Und weil der Herzog so bunt getrieben hat mit seiner Mätresse, ja, deswegen hat man das auch teilweise im Volksmund Lumpenburg genannt. Ja. Ja. Das bleibt aber unter uns, das hören die Ludwigsburger nicht gern. Gell? Oder? Ja, ich denke schon, dass sie das. Sie haben den Namen ja selber gegeben. Also. Also von daher ist das kein Thema. Es ging sowieso sehr feudal zu und zwischen Ludwigsburg und Stuttgart war ein reger Wechsel. Einmal war das die Stadt für den Herzog, dann war es wieder Ludwigsburg. Also es ging immer hin und her zwischen Ludwigsburg und Stuttgart. Und ja, wie ihr ja jetzt wisst, Stuttgart ist jetzt unsere Landeshauptstadt. Genau, wahrscheinlich haben sie die bessere Fußballmannschaft als die Ludwigsburger. Wer weiß. VfB? Naja, besser als Nürnberg. Okay, ist Nürnberg schöner. Ah. Das haben jetzt die Stuttgarter nicht gehört. Ja, also wir sind jetzt hier unterwegs und mit dem Fahrrad sind wir gut hergefahren. Jawohl, sehr schön, ging gut. Und Favorite schauen wir uns auch noch an. Ja, mal schauen mit dem Fahrrad, also da, wo wir jetzt standen, darf man mit dem Fahrrad nicht durch. Dann stellen wir es ab und laufen hin. Ja, mal schauen, ist halt auch eine Parkanlage rund um dieses Schloss. Und mal schauen, was wir jetzt noch alles machen. Auf jeden Fall ist heute schöneres Wetter und viel wärmer, als es gestern war. Ja, und beim Favorite wollte ich nur sagen, da ist ein Wildpark um das Schloss Favorite und deswegen darf man da mit den Rädern nicht fahren. Mhm. Ansonsten ist nämlich Ludwigsburg schon eine Fahrradstadt, kann man schon sagen. Ja, das, was wir bis jetzt gefahren sind, können wir nicht meckern. Ja, überall Fahrradwege. Ja, hier draußen auf jeden Fall. Da denkt man doch, da darf man nicht reinfahren, aber dann ist hier das entscheidende Schild. Da wollte jemand, dass man nicht mit Rad fährt und hat es überpinselt. Ja, wir haben jetzt schon unsere Räder abgeschlossen
Dann kam ein netter Ludwigsburger hier vorbei und hat gemeint, das gilt nur an Sonn- und Feiertagen. Und dann haben wir tatsächlich das Schild gesehen. Und jetzt können wir fahren und müssen nicht laufen. Wunderschön. Perfekt. Da waren wir noch gestern bei den Kürbissen. Ja, beim Residenzschloss. Und jetzt sind wir hier beim Jagdschloss. Und das ist hier das Jagd- und Lustschloss von dem Herzog. Und da ist ja von dieser SWR-Talk, der hat ja immer stattgefunden. Ich mir der geheißen Baches. Bacchus oder so. Also Nachtcafé ja. Hieß die Sendung. Also nicht Bacchus, denn der Bacchus ist der Weingott. Das war der Gesprächsgott, ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Die Sendung. Nachtcafé, ja, genau. Das fand hier immer statt, bis es der neu übernommen hat. Jetzt ist es ja in Baden-Baden. Aber ansonsten war das hier immer im Schloss Favorit. Mhm, okay. Und es ist nicht Monrebus, wie ich gestern irrtümlich gesagt habe, sondern das ist Favorit. Mhm. Ist damit auch geklärt. Ja, und jetzt vorher schien die Sonne und das sah so toll aus, das Gelb. Jetzt ist sie hinter einer Wolke verschwunden. Vielleicht kommt sie nochmal, aber ich glaube, wir fahren jetzt weiter. Wir haben das gesehen, wir sind durch den Tierpark gefahren. Ich habe ein kleines, oder was heißt klein, ich habe ein Tier gesehen, das saß im Gras. Ich habe es fotografiert, mal schauen, vielleicht können wir es einblenden. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen von den Tieren. Man muss dazu sagen, dass das Jagdschloss passend auch in einen Tierpark liegt. Also, da laufen Rehe und Hirsche rum. Ja. Und das passt halt dazu. Ja, aber gesehen habe ich nur ein Tier. Ja, weil wir ja nicht durchgefahren sind durch den kompletten Park. Wir sind nur durch einen kleinen Teil gefahren. Wenn man da durchläuft vom Monrebus aus, dann läuft man durch den ganzen Park und da sieht man dann mehr. Vermutlich, ja. Also alles kostenlos natürlich. Also Barock, das Residenzschloss, ja klar, ja, mit der großen Gartenanlage. Das Residenzschloss kann man übrigens auch besichtigen, was wir jetzt nicht getan haben. Ja, aber die Parkanlage, die große Parkanlage, das ist alles für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Ja, so gehört sich das ja auch. Genau. Und zwei kostümierte Stadtführerinnen. Ja. Mal gerade noch erwischt und die Kirche ist natürlich eingedeckt. Oder haben wir noch eine Kirche? Das ist die Stadtkirche. Haben wir übrigens schon gesagt, dass Ludwigsburg dabei 100.000 Einwohner hat? Nein, haben wir noch nicht gesagt. Also dann sagen wir es jetzt. Und da sieht noch, das Einkaufszentrum hier heißt Marschstrahlsender. Das kommt also, hat also auch mit dem Schloss noch eine Verbindung. Denn da gibt es auch einen Marschstrahl, also wo die Pferde gestanden haben früher. Ja, war ja auch alles mit Garnisonstadt hier. Ja, genau. So, und da haben wir den Eberhard Ludwig, das ist der Gründer von der Stadt Ludwigsburg. Oder Lumpenburg, wie man so sagt. Da schauen wir dann auch noch hin. Jetzt gehen wir erstmal zur verpackten Kirche. Und da sieht man auch, hier waren schon wieder Schmierfinken, ja. Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Das haben wir ja schon beim Schloss Favorite festgestellt. Und da schauen wir jetzt mal rein, ob man da reinkommt. So, und gestern waren wir beim Sesam öffne dich. Dann schauen wir mal, ob das hier auch wieder geht.
rufen Sesam, es öffne dich. Nein, hier muss man drücken. Hier geht es ohne Sesam, öffne dich. Ist ja auch eine Kirche und keine Höhle mit Goldgeschmeide. So, und dann schauen wir zur Stadtkirche. So, das ist die evangelische Stadtkirche und die hat sogar geöffnet und die freuen sich über unseren Besuch. Dann lass uns mal reingehen, Ossi. Ich höre Orgel, Musik. Ja, dann gehen wir mal rein. Hören wir jetzt noch ein paar Minuten zu. So, das Erstaunliche ist, heute am 17. Oktober können wir noch außen im Lokal gemütlich essen. Ja, mal schauen, was wir uns jetzt bestellen werden. Und ja, ich habe jetzt langsam Hunger. Wir haben doch jetzt schon einiges unternommen heute. Gell? Ja, und am Marktplatz in Ludwigsburg gibt es bestimmt einen guten Italiener, sonst könnte er sich da nicht halten. Oder was ich? Vermutlich, ja. Den probieren wir jetzt auf jeden Fall aus. Ja. Übrigens, die Schlangenskulptur an einer Zentralkreuzung ist nur Kunst, hat keine besondere Bedeutung, ist aber ein Blickfang, wenn man in die Stadt hineinfährt. Der Stellplatz in Ludwigsburg ist sehr beliebt. Er zeichnet sich durch seine zentrale Lage aus. Allerdings sind hier regelmäßig mehr Wohnmobile, als es ausgewiesene Wohnmobilstellplätze gibt. Auch die Versorgung ist sehr gut geregelt. Auf geht's! So, unsere Tour geht weiter. Wir stehen jetzt in Benningen, das ist bei Marbach am Neckar. Und wir haben uns jetzt eine 13,6 Kilometer Wanderung vorgenommen, rund um den Neckar. Und wollen wir mal schauen, wie wir das schaffen. 13,6 Kilometer ohne Umwege. Schauen wir mal, was dieses Mal unser Navi und sagt und ob mir es auch richtig befolge. Ja, wir gehen alleine, aber wir melden uns immer wieder mal zwischendurch. Dann seid ihr am Laufenden. Ja, anscheinend hat man da öfters mal eine schöne Aussicht an der Neckar. Und das zeigen wir euch. Drohne habe ich auch dabei. Ja, mal vielleicht ergibt es sicher die Möglichkeit. Schauen wir mal. Jetzt geht's los. Ja, übrigens zu den Stellplätzen von Benningen, wo wir jetzt stehen, und von Ludwigsburg. Da sagen wir noch dann nach der Wanderung was dazu. Ja, genau. Wenn wir dann noch können. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da noch in der Lage sind. Aber das müssten wir schaffen und deshalb gehen wir jetzt los. Es regnet nicht, die Sonne scheint ein ganz kleines bisschen. Es ist nicht kalt, es ist nicht warm, es ist eigentlich perfektes Wanderwetter. Und wir sind guter Laune und hoffentlich bleibt es so. Jawohl.
Wir sind nicht im alten Land. Wir sind im Schwabenland. Normal sagt man, die Schwaben sind sparsam. Aber da vergammeln die Äpfel. Nein, die vergammeln nicht. Die werden dann noch aufgelesen. Aha. Also die meiste, denke ich schon. Und der da? Ja. Vergammelt nicht, nein. Ja, ich weiß nicht, was mit der Plantage. Das ist eine Apfelplantage hier. Ja. Also von daher. Ist alles voll Äpfel. Das ist doch schade, Mensch. Und die schauen so schön rot aus. An die Roten kommt man gar nicht hin. Ich glaube, da war schon vor mir einer da. Die Ossi schaut ganz skeptisch. Hast du den Vogel gerade gesehen? Hä? Ob du den Vogel gerade gesehen hast? Nein, ich sehe, ich schaue nur noch. Ich habe nur ein Auge für Äpfel. Vergammeln, die vergammeln hier. Ist doch irre. Das ist doch irre. Warum bewirtschaftet das niemand? Das sind so schöne Äpfel hier. So. Ich bin der Apfelretter. Ich habe 2 Äpfel vom Verderben gerettet. Ussi, ich bin nachhaltig. Ja. Du kannst nur nicht widerstehen. Wer weiß, das ist hier eine Apfelplantage. Die werden schon ihre Gründe haben oder irgendwas mit den Äpfeln im Sinn haben. Aber vielleicht kann das jemand von euch uns erklären, warum hier alle Äpfel auf dem Boden liegen und sogar warum sie sogar verschimmeln am Baum. Das sind in Greifhöhe sind alle schon abgeerntet. Also, ihr Wanderer, kommt her, ihr müsst jetzt nur immer größer werden. Ja. Oh, helle. So, das ist ja wunderschön, wenn ich die Straße so nah dran wäre. Was müssen denn immer alle mit den Autos unterwegs sein? Wir sind doch auch zu Fuß unterwegs. Ja, jetzt überqueren wir hier gerade den Altneckar Naturschutzgebiet. Ja. Und ja, so ist es halt, ja, mit den Autos. Furchtbar. Ja, ihr müsst jetzt nicht schreiben, dass wir ja selber zu solchen Typen gehören. Ja, das wissen wir selber. Ja, die Kommentare kommen meistens. Ja. Aber man kann ja trotzdem sagen, dass das sehr nervig ist. Außer die Ampel ist rot, dann kommen die Radfahrer. Ja. So. Aber ich habe dafür was anderes entdeckt. Und zwar, dass ich ja sogar meine Apple Watch einsetzen kann. Man lernt immer wieder dazu, also, ich würde sagen. Helle und Technik, das ist eine Symbiose. Also da kann man nichts dran ändern. Das passt, ja. Was will ich mit einer Rolex, wenn es eine Apple Watch gibt? Ach ja, genau. Aber hier laufen wir jetzt weiter, denn... Genau, nicht schön. Nein, hier lädt es uns nicht ein, dass wir hier verweilen. Wir laufen jetzt ein Stückchen weiter und gehen wieder in die Natur. Wir melden uns, wenn wir in der Natur sind. Ich glaube, der Gefahr stellen wir uns, oder? Was meinst du? Ich gehe keine Gefahr ein. Willst du jetzt hier umdrehen oder laufen wir weiter? In dem Fall ist die Wanderung vorbei. Ich übernehme doch keine Gefahr. Ich habe einfach vom Staat, dass der mich beschützt. Ja? Hier steht ganz eindeutig, frei für Fußgänger auf eigene Gefahr. Mein Gott, die Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Also willst du umdrehen? Ja, unbedingt. Ich hätte. Was machen wir jetzt? Trennen tun wir uns nicht, dann übernehme ich halt auch die Gefahr. Todesmutig. So ist es jetzt, wir laufen weiter. Jetzt. So, nach
knapp 5 Kilometer, die erste Pause. Sind wir schon 5 Kilometer marschiert? Ja. Oh. Und jetzt sind wir hier an einem Flugbetrieb. Und was hat er gesagt? Da ist eine Veranstaltung heute. Ja, ja, genau. Irgend so eine Wertung vom Segelflieger halt. Schon wieder Lebensgefahr. Also wir sind wirklich in einer schweren Wanderung unterwegs. Und Komoot sagt schon wieder die ganze Zeit 400 Meter geradeaus. Und dann sagt er, nach 30 Metern bitte wenden. Das ist doch unglaublich, ist das. Aber jetzt habe ich es ja auf meiner Apple Watch, jetzt geht's. Was hat das jetzt damit zu tun? Sagt die nicht, dass du wenden sollst? Nein, die sagt gar nichts. Die ist sprachlos. Die ist sprachlos, ja. Okay. Wir machen jetzt die erste Pause und jetzt probiere ich, jetzt habe ich die Alternative, entweder einen gekauften Bio-Apfel von der Ossi oder einen gestohlenen konventionellen Apfel. Für was werde ich mich entscheiden, Ossi? Ich denke für deinen gestohlenen. Logisch, zumal der in meiner Hosentasche steckt, ja. Also, jetzt zeige ich euch nur den Flugbetrieb. Da seht ihr, also. Aber wir brauchen diesen Weg nicht. Nein, wir gehen hier. Laut Komoot müssen wir schon zurück, aber wir kennen ja Komoot, ist ein kleiner Schatzkeks. Unsere Wanderung wird begleitet von einer permanenten Geräuschkulisse. Und es ist die A81. Wenn ihr von Stuttgart Richtung Heilbronn fahrt, dann fahrt ihr an der Stelle vorbei, wo wir jetzt sitzen. Ja, und wir haben jetzt schon zweimal die Autobahn durch Tunnels unterwandert. Aber wir sind Maulwürfe. Ja, ich bin dann immer einen kleinen Schritt schneller gelaufen. Ja, nicht, dass die Autobahn über mir zusammenkommt, ja, genau. Die Brücke, oder? Weiß man es heutzutage? Nee, das weiß man nicht. Ja. So, naja, auf jeden Fall, jetzt machen wir noch eine kleine Pause. Jetzt sind es nur 6 Kilometer und mal schauen, ob wir es so schaffen. Oh ja, bestimmt. Was sie sagt, ja. Ja. So, da haben wir jetzt einen Blick auf Benningen. Und da irgendwo am Ortsrand von Benningen, da fährt die Eisenbahn, da wo die Bäume sind. Und dahinter, hinterm letzten Haus, da ist der Wohnmobilstellplatz. Und auf dem Wohnmobilstellplatz, da steht man sehr ruhig, bis auf die S-Bahn, die ab und zu vorbeifährt. Ach, die ist kein Problem. Eben, sehe ich auch. Und nachts, also kann mich nicht erinnern, dass ich heute Nacht die S-Bahn gehört hätte. Ja. So, und wer ist der beste Motorradfahrer, den du kennst? Jetzt muss ich natürlich die richtige Antwort geben, oder? Natürlich nur der Helle. Klar, und wo hat es der Helle gelernt? Also er hat mir gerade erzählt, dass er das da unter gelernt hätte. Ja, am Bodensee habe ich nur das Bodenseepatent gemacht, aber das Motorbootfahren habe ich hier gelernt. Ich zeige es euch mit der Kamera dazu, mich rein, und die Ossi hat schon wieder was im Haar. Irgendwas hat sie an sich, dass die Fliegen jetzt auf die Ossi losgehen. Anscheinend mögen mich nicht nur Menschen, sondern irgendwelche Tiere auch. So. So, von jetzt an geht's bergab. Schmales Wegchen nach unten. Ah. Ganz schön schmal und nichts für alte Leute. Oh. Ja, pass nur auf. Hoppa. Ja. Aufpasse. Gott sei Dank habe ich gute Loverschuhe. Also das ist ganz schön glatt hier. Wenn ihr da lauft, seid nur vorsichtig, gell? Ja, nimm's dir zu Herzen. Also, der Weg ist schon der Wahnsinn, Ossi, oder? Lauf mal, damit man das sieht. Na, pass auf, hier ist ein Stein locker. Ja, ich bleib stehen, ja. Solange ich filme. Es wird hier immer enger. Oje. Oje. Das letzte Abenteuer. Ja. Also, das ist extrem abenteuerlich. Ossi, wie geht's? Extrem abenteuerlich.
Noch einmal einen Blick auf Benningen. Geschafft. Das ist wie bei den Überraschungseiern. Da ist Spannung, Überraschung, alles dabei. Spiel hast du vergessen. Ja, spielerisch war es nicht. Also ich weiß es auch nicht, ob man jetzt sowas einbauen muss. Da gäbe es bestimmt einen Weg außenrum. Schaut euch das mal an und das ist nicht immer alles, weil ganz da oben kann man gar nicht schauen. Nee, also hochlaufen wollte ich das nicht. Und ob ich das jetzt nochmal runter wollte, naja, wir haben es geschafft. Wir sind gesund unter Ankommen und das ist ja jetzt die Hauptsache. Das war einmalig. Ja, wer weiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer weiß, was uns sonst alles noch irgendwann einmal passiert. So, es waren jetzt keine ganzen 13 Kilometer, es war ein bisschen weniger, weil wir haben zum Beispiel den Russenfriedhof ausgelassen. Da wollten wir jetzt nicht unbedingt nur hin. Ja. Wir und ein paar andere Sachen, also die Innenstadt von Pleidelsheim haben wir auch ausgelassen. Aber es war geschafft, wir sind erschöpft. Es waren fast 12 Kilometer, es waren fast 17.000 Schritte. Und ja, jetzt bin ich irgendwie fertig. Und es war viel Asphalt. Ja. Und auch wenig Aussicht, denn da waren die ganzen Gärten, wo wir ein wenig auf den Neckar hätten blicken können. Insoweit war es ein wenig schade, denn das habe ich gedacht, dass man da runterschauen kann. Aber es war trotz allem eine schöne Bewegung, ein schöner bewegter Tag. Ja, genau. Also das wird jetzt nicht unsere Lieblingswanderung, ganz bestimmt nicht. Aber wir haben uns bewegt und sind raus an die frische Luft und ja, das Übliche halt, ja. Was man halt so macht, wenn man draußen ist. Schön war es trotzdem. Genau. Und ein Kompliment muss ich trotzdem an Komoot machen. Also das ist schon eine tolle Einrichtung und auch von den vielen Leuten, die da Wanderungen posten, da sage ich Respekt und vielen Dank für eure Mühe, die ihr euch gebt. Denn es ist eine tolle Sache, wenn man dann navigiert wird über Hörgeräte und auch über die Apple Watch. Also, oder auch ganz normal am Handy. Ja, es ist auch wenn es manchmal ein bisschen neben ausgeht und neben der Strecke hergeht, ist es trotzdem eine sehr gute Sache. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, ja, Sie? Ja, auch wenn jetzt hier bei der heutigen Wanderung mit den steilen Treppen in den Weinbergen, naja. Okay, das war das Abenteuer. Manche finden es halt toll und wir haben es nicht so toll gefunden. Also, was heißt nicht toll? Man muss ja halt sehr, sehr aufpassen. Ja, genau. So, und jetzt? Jetzt gehen wir rein und dann duschen wir erstmal und dann werden wir uns noch was zu essen machen. Ich glaube, da gibt es einen schwäbischen Abend. Wenn er dabei bleibt, dann könnt ihr das sehen, was ein schwäbischer Abend bei uns ist. Also, wie geht schwäbischer Essen als mit Maultaschen und mit Kartoffelsalat? Ich kenne keins. Höchstens nur Linse mit Spätzle, aber das wollen wir jetzt nicht. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen heute Maultaschen mit Kartoffelsalat. Und da haben wir einen Bierkrug mit schwäbischem Bier drinnen, aber drauf steht ja eine Erinnerung an die alte Heimat. Das muss natürlich sein. Also, wir schalten euch jetzt ab. Morgen sagen wir noch was zum Stellplätzen. Aber jetzt essen wir erst einmal. Jetzt müssen wir erst mal was essen. Und dann sieht man weiter. Wir haben heute eine anstrengende Wanderung hinter uns. Ja, genau. Also. In Benningen standen wir auf dem Parkplatz bei der Gemeindehalle. Es ist wohl nur ein normaler Parkplatz, an dem Wohnmobile geduldet sind. Hat daher auch keinerlei Ver- und Entsorgung. Autark zu sein, ist hier also Voraussetzung zum Übernachten.